Hey Leute, herzlich willkommen zu Pago Forest Tower Defense. Wie der Name schon sagt, das ist ein Tower Defense Spiel. Vom Trailer her sieht das aus ähnlich Plants vs. Zombies. Und Spiele dieser Art kann es nicht genug geben. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe einen Key dafür bekommen. Und das sah schon ganz nett aus. Mein Problem ist jetzt so ein bisschen, es gibt keine Soundregler im Spiel. Ich hoffe, das dürfte gleich nicht mehr so laut sein. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Und mir ist auch aufgefallen, am Anfang, wenn man das Spiel halt startet, kann man die Sprache auswählen und das Format, das Bildformat, aber er speichert es halt nicht, was ein bisschen nervig ist. Aber gut, ist jetzt nicht so das große Problem, aber ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnt haben. Gut, dann starten wir mal in Pago Village. Ich habe es noch nicht gespielt, ich bin mal gespannt, wie sich das an sich so spielt, was man da so machen kann. Gut, das ist schon mal nicht vertont. Riesenkäfer dringen in die Welt ein oder belagern die Welt, wie auch immer. Ich finde das vom Artstyle schon recht nett gemacht. Gut, solche Charakterzeichnungen mag jetzt nicht unbedingt jeder. Oder Charakterdarstellung. Es wäre halt zumindest schon ganz nett, wenn man hier schon so ein bisschen ja, so eine Art Zwischensequenzen hat, dass das vielleicht zumindest auf Englisch vertont wäre. Das sind auch voll die Badass-Zauberer. Und ich bin auch gespannt, wie das generell vom Ressourcenmanagement funktionieren wird. Was man dafür genau braucht. Wie man dann quasi neue Einheiten herstellt. Gut. Chest. Koffer. Okay. Ja, so die Schrift und von den Farben her sieht das ein bisschen... Es wirkt ein bisschen billig. Das aber nur nebenbei. So, okay, wir können jetzt auch noch gar nicht... Wir haben 50 Münzen, soweit ich das sehe. Die Zwergeneinheit wird hier direkt 60 kosten. Ach, ich muss die direkt hier... Ach, ich wähle die aus, welche ich dann im Spiel benutzen kann. So funktioniert das. Gut, einmal runterziehen. Okay. Gut, wir müssen jetzt einfach nur warten. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann haben wir jetzt schon mal genug Gold. Und dich setzen wir jetzt einfach mal... Ach komm, dich setzen wir hier hin. Ob ich das jetzt gut finden soll, dass ich da jedes Mal draufklicken muss. Dass er die Sachen hier nicht automatisch einsammelt. Ich glaube, das wäre mir schon lieber. Noch ist es nur eine Reihe, aber da kommen gleich mit Sicherheit dann sowieso auch noch andere hinzu. Ich habe ganz kurz mal in den Trailer reingeschaut. Was haben wir hier? Ein Archer. Also können die quasi Einheiten droppen, dann die Gegner. Gut, das war Nummer 1. Dann gucken wir jetzt mal bei Nummer 2.
Alles klar, dann nehmen wir natürlich alle drei jetzt mit. Und dann werde ich erstmal schauen, dass wir hier so ein bisschen die Kisten hier hinten hinbekommen. Erstmal müssen wir warten. Erstmal gucken, wo hier der erste Gegner überhaupt kommt. Weil wir könnten direkt hier auch nochmal eine Kiste nehmen. Da unten, alles klar. Dann sieht das doch erstmal ganz okay aus. Gut, die kommen jetzt sowieso alle da unten. Dann holen wir uns erstmal hier drei Kisten. So, und wir könnten dann auf jeden Fall hier auch nochmal einen Archer hinsetzen. Und er fungiert hier einfach erstmal nur so als Blocker. Okay, dann müssen wir jetzt hier mal gucken. Das geht auch schon direkt. Dadurch, dass ich hier genug Kisten hingesetzt habe. Die haben aber auch alle einen Cooldown. Also wenn ich die platziere, ich könnte nicht genug, also ich könnte nicht direkt die nächste dann nächste Einheit hinsetzen. Das sieht man auch dann hier hochlaufen, aber das sieht man auch nur ganz schwach. So, jetzt kommt hier auch was in der Mitte. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie hier nicht an denen vorbeikommen oder da durchbrechen und dann die ganzen Archer platt machen. Können wir hier vielleicht gleich noch Nahkämpfer davor setzen, die da noch volle Lebenspunkte erstmal haben. Oh, was haben wir hier? Big Barrel, Grand Barrel. Barrel. Ah, okay. Damit können wir dann quasi eine Lane blocken. So, dann schauen wir mal weiter. Kann man hier die Sequenzen auch überspringen? Vielleicht mit Escape. Okay, gut. So, dann nehmen wir natürlich alle halt. Dann würde ich sagen, wir machen das erstmal so. So ordnen wir die an. Und fangen wir natürlich hier wieder mit den Kisten an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Barrel wirklich benutzen will. Na gut, dann brauche ich nicht zwei von diesen Dwarfs. Können wir das ein bisschen anders machen? Ich könnte natürlich schon... Da setzen wir da erst noch mal eine Kiste hin. Erstmal brauche ich ein paar Kisten. So. Du kommst mal da. Kommt da unten schon direkt der nächste.
Ja, das mit dem Fass ist halt ein bisschen doof, weil das Fass macht so keinen Schaden. Aber wir könnten... Das ist ein bisschen... Du machst das sowieso kaputt. Gut, du kommst erstmal dahin. Ja, das ist halt... Jetzt echt doof. Na gut, der kommt da durch. Und wir haben schon direkt verloren. Da darf also überhaupt keiner durchkommen. Ja, das ist ja super so. Das war halt gerade echt ein bisschen so ein blödes Timing. So, dann fangen wir mal. Dann werde ich jetzt aber direkt von Anfang an da schon welche hinsetzen. Den jetzt erstmal nur auf gut Glück. Gut, das passt dann auch erst schon mal. Okay, gut, gut. So, du kommst mal da gleich mit hin. Ich spare jetzt erstmal. Genau, dann kommt nämlich da unten. Die kommen scheinbar immer gleich. So, dann setzen wir hier schon mal eine Kiste hin. Der sollte das da jetzt auf jeden Fall erstmal alleine schaffen. Jetzt haben wir da oben ein Problem. Gut. Der macht gleich schlapp, so wie das ausschaut. Ich nehme jetzt hier erst nochmal so eine Kiste. Braucht ein bisschen mehr Einkommen. Gut, jetzt haben wir da vier. Die sollten dann auf jeden Fall reichen. Das hier ist jetzt echt blöd. Gut, der geht da gleich auch drauf. Ja, leider. Ja gut, ich könnte da halt auch mal so ein Fass hinsetzen. Das wird nicht reichen, ne? Ich befürchte, das wird nicht reichen. Nein, das wird nicht reichen. Du kommst mal dahin. So, dann würde ich dich gerne mal wieder wegnehmen. Und wir können vielleicht dann gleich hier nochmal einen hinsetzen. Gut, der Bogenschütze da oben sollte auf jeden Fall auch erstmal reichen. Ich könnte natürlich direkt hier erstmal ein Fass... Ja, jetzt ist es da unten keiner mehr. Ja, das ist nicht gut. So, du kommst mal dahin. Und wir brauchen... Gar keinen mehr, wunderbar. Spikes beigeschaltet. Okay, im Prinzip eine Falle. Ja, Dialoge, schön und gut. Nicht so interessant. Ich will noch ein bisschen hier was vom Gameplay sehen. Da sieht man auch immer wunderbar, was da für Gegner angerückt kommen. So, wir brauchen auf jeden Fall hier eine Kiste. Wir brauchen auf jeden Fall Bogenschützen, den Zwerg. Ich glaube, die Spikes sind mir lieber als...
Naja gut, ich könnte ein Fass hinsetzen und davor dann so Spikes. Aber dafür brauche ich dann auch erstmal... Das ist halt auch nicht billig, ne? Das ist halt auch nicht billig. Ich könnte halt Fass nehmen, Pfeilen und Bogenschützen. Aber gerade jetzt am Anfang ist das vielleicht noch nicht so eine tolle Idee. Mal gucken. Ich werde erstmal gucken, dass ich hier auf die Kisten setze. Und schaue, wo jetzt hier als erstes irgendwer angerannt kommt. Erstmal weiter Kisten hinsetzen. So, dann hätten wir das schon mal. Das wird so leider auch erst noch nicht reichen. Okay, du kommst mal hier hin. Und du läufst da jetzt durch. Ja. Komm schon, Kiste. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Komm schon. Dann muss er das jetzt erstmal da regeln. So, dann können wir hier direkt auch einen gebrauchen. Und dich reißen wir mal ab. Leider bekommen wir dafür dann aber auch gar keine Ressourcen wieder. Das ist da jetzt ein bisschen schwierig. Ich hätte vielleicht jetzt schon gerne hier mal so ein Fass. Okay. Machen wir das so. Und... Das sollte vielleicht eigentlich ganz gut funktionieren. Ich würde auf jeden Fall erstmal hier die ganzen Fallen überall hinsetzen. Dann vielleicht die Nahkämpfer dann durch Fässer austauschen. Gut, hier setzen wir noch einen hin. Dann nehmen wir dich mal raus, setzen hier ein Fass hin. Wir brauchen hier auf jeden Fall mal ein paar Archer. Das könnte jetzt hier ein bisschen blöd werden. Ja. Gut, dann machen wir das so. Dann haben wir hier noch einen Archer. Gold bekommen wir jetzt auch erstmal ganz gut genug rein. Dann kommt da oben noch eine Falle hin. Ist halt die Frage, ob sich das dann auch schon lohnen würde, direkt zwei Felder so voll zu machen mit Fallen. Soldier Cannon. 20 Damage. Hohe Reichweite, die würde ich dann halt direkt hier vor die Kisten setzen. Aber gut, das macht auf jeden Fall vom Spielprinzip natürlich immer Laune. Sieht auch ganz okay aus vom Artstyle. Also ich mag schon, aber ich glaube schon, das ist schon wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.